Der Schlotter Grand Prix steht an hier im winterweihnachtlichen Polarland. Und Mario, ist dir etwa kalt? Na, dann sollten wir uns doch bestenfalls mit der hiesigen Währung dieses Landes einkleiden. Und zwar dem Iglo Mario, den ich mir nun mit unseren zurzeit gesammelten lila Münzen hier schon einmal kaufen werde. Denn warum nicht? Außerdem sieht das doch auch schon gleich viel besser aus, wenn man so rumrennt. Und gemütlicher ist es auf jeden Fall auch. Vor allem für diese Eiseskälte. In der Wüste passt das nicht so ganz. Nun denn, wir haben auch noch nicht die Broschüre von diesem Polarland gelesen und deswegen dürfen alle, die die Broschüre nicht interessiert, nun 3 Minuten überspringen wahrscheinlich, denn wir lesen uns nun das Polarland durch, ein Land des ewigen Schnees und Eises. Schlotterkatakomben, Kälte trübt hier niemanden, die Stimmung, schneeflockenförmige Währung, Tortenrennen ist die Industrie, okay, die backen und rennen. Und ansonsten, ja, wer weiß. Ein warmer Empfang ist dir sicher. Ja, das habe ich im letzten Part gemerkt. Alter, das war eine richtig krasse Überraschung hier. Wirkt wie so ein kleines weihnachtliches Dorf hier. Die Schlotterkatakomben sind ein unterirdisches, im Eis gegrabenes Höhlengebilde. Hier ist es wärmer als oben, aber man muss sich allemal warm anziehen. Trotz der Kälte gewinnen die warmherzigen Schlotteraner jeden Reisenden für immer. Und ganz tief im Inneren der Höhlen erlebt man ihre lodernde Leidenschaft für heiße Rennen. Verfolgt man eines davon, wird man sogleich von der Begeisterung angesteckt. Schneestürme schränken die Sicht ein, ja, das haben wir schon oben gemerkt, auf dem Land. Ein gefrorenes Land. Dieses eisige Land lässt die Gebilde gefrieren, aber die Sinne aufleben. Scharfe Sinne benötigt man, denn ein falscher Schritt und man wird im ewigen eiskalten Meer geschockfrostet. Dagegen sind die Bewohner der Schlotterkatakomben für ihre gesprochene Herzenswärme bekannt. Sehr schön. Ein Pinguin aus Mario 64. Manche Tiere trotzen der Kälte, wenn es sehr kalt ist, kann man einige Tiere beobachten, wie sie sich in der Kälte vergnügen. Sieh dich aufmerksam um. Ja, das wollen wir auf jeden Fall auch noch machen, aber zuerst wollen wir Bowsers fieses Treiben verhindern, die Zuckergusstorte zu klauen. Und das machen wir, indem wir am Schlotter Grand Prix teilnehmen. Der Schlotter Grand Prix ist das Sportereignis dieser Gegend. Nur für Schlotterianer. Warum wird klar, wenn man ein Exemplar zu Gesicht bekommt? Nur ihre Unverwüstlichkeit kann den Rennanforderungen, die wildes Herumspringen beinhaltet, gerecht werden. Okay, Mario kann auch wild rumspringen. Dabei kollidieren schon mal Rennteilnehmer. Dieses Spektakel sollte man nicht verpassen. Die Rennpiste verbirgt sich unter dem Platz. Okay, da geht's ja jetzt gleich hin. Der Zuckerguss und Rennen. Neben der großen Rennvorliebe besitzen die Schlotterianer eine weitere für exquisite Backwerk. Besonders berühmt ist die kunstvolle Zuckergusstorte, die auf Hochzeitstorten sehr beliebt ist. Doch ist es Tradition, dass nur die Ältesten diese Köstlichkeit herstellen darf. Diese Torte werden exklusiv als erster Preis für den Grand Prix gefertigt. Wenn man eine möchte, muss man den Gewinner bezirzen. Okay, heißt das, wir werden gleich gegen Bowser ein Rennen machen? Cool. Die seltene und köstliche Zuckergusstorte und die Gletscherspaltengefahr. Ja, die haben wir schon gesehen im letzten Part. In Gletscherspalten lauern oft Gefrierbeißer. Diese schrecklichen Kreaturen verfolgen ihre Beute unter dem Eis. Schnell, plötzlich und hoch beißen sie zu. Gutes Springvermögen ist gefragt. Gefrierbeißer können durch Eis schnappen. Okay. Das Reiseziel in 3 Punkten. Bleib nicht zu lange im Wasser, wenn dir deine Gesundheit lieb ist. Das Tor zur Siedlung kann unter Schnee liegen. Halte die Augen offen und ohne Sprünge geht hier nix. Gut getimte Sprünge verhelfen zum Sieg. Na, dann bin ich mal gespannt. Und hier sehen wir schon die Rennpiste. Oh, jetzt freue ich mich riesig. Jetzt bin ich gehypt. Nichts wie runter! Auf zur Rennpiste! Ich bin mega gehypt. Was wartet jetzt hier? Moin, moin! Sieht mir so ein bisschen aus, als würde hier ein Minispiel stattfinden. Die Schneeflockenpiste!
Alles klar, wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Hier haben wir einmal einen kurzen Mario. Den nehme ich mit. Und was wartet jetzt auf mich? Der lässt sich sehr gut gehen. Kann das Rennen leider nicht starten, es fehlt ein Athlet. Ich bin ein Athlet. Ich bin zwar ein bisschen klein im Gegensatz zu dir, aber ey, auf die Größe kommt es nicht an, Kollege. Wir benötigen noch einen weiteren Athleten, um das Rennen zu starten. Ich frage mich immer noch, was ihr seid. Seid ihr Eismaulwürfe oder was seid ihr? Das ist halt sehr merkwürdig. Timing ist alles. Springe erst, wenn du den Boden berührst. Du kommst schnell um die Kurve, wenn du springst wie ein Flummi. Okay. Kann ich bis jetzt noch nicht wirklich was anfangen. Auf diesem Weg gelangst du zurück. Alles klar, das war mir schon klar. Da drüben werde ich mich wahrscheinlich anmelden müssen. Ich will endlich loslegen. Und du? Keine Ahnung, es fehlt noch ein Athlet. Okay, dann gehe ich hier mal rüber und melde mich an. Einer der Athleten kommt nicht aus dem Warteraum. Warum dauert das so lang? Soll ich mal nachgucken? Guck einfach mal nach. Vielleicht muss ich den ja auch gleich capturen. Weil ich glaube nicht, dass die hier so ein Trara machen. Um das ganze Spektakel hier. Wenn ich nicht selbst dann am Ende daran teilnehmen darf. So, hier geht's wieder durch. Da hätten wir noch drei lila Münzen in dieser Welt. Sehr schön. Und sonst so? Hi. Run. Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht die geringste Chance zu gewinnen. Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich aus dem Schneider. Ja, und jetzt kann ich den capturen. Alles klar. Das machen wir gleich. Aber zuerst... Alter, das ist auch ein bisschen fies, ne? Wir capturen jetzt den und wenn ich verliere, verliere ich so gesehen in seinem Namen. Das ist echt fies. Mensch, Mario. Da gibt es ja auch die ganzen Bilder, wo Mario einfach Pauline captured. Komm, das ignorieren wir einfach mal. Oh, der Arme. Das tut mir echt so ein bisschen leid. Schüttel den Pro-Controller, um zu springen. Nee, ich mach das mit B. Mach das ganz einfach mit B. So funktioniert das gleich viel einfacher. So, moin. Ich wäre bereit. Können wir loslegen? Na endlich, jetzt können wir das Rennen starten. Ach, das ist der Schlotter-Opa, okay. Die Zuckergusstorte wurde gestohlen. Darum gibt es für den Gewinner einen Multimond als Preis. Bist du bereit für das Rennen? Ja, aber so was von. Seit dem letzten Rennen ist eine Weile vergangen. Darum beginnen wir mal mit dem Trainingsrennen. Okay, also ich kann mir jetzt wahrscheinlich einfach mal die Strecke ansehen. Und vielleicht schon mal die ein oder anderen lila Münzen mitnehmen. Gesehen, hier gibt es anscheinend lila Münzen. Okay, ich muss hier auf jeden Fall um die Kurven. Ich darf hier nicht durch den Tiefschnee Tiefschnee. So viel steht fest. So wenig wie möglich den Tiefschnee berühren. Ist nur die Frage, was ist, wenn ich jetzt hier zu Mario wechsle? Kann ich das? Nein. Okay. Ich denke mal, dass wir jetzt für das echte Rennen bereit sind. Na dann, lass uns loslegen. Bin gespannt, wie ich mich jetzt anstellen werde. Der Schlotter Grand Prix auf der Schneeflockenpiste Klasse A. Gibt's auch noch eine Klasse S? Keine Ahnung. Okay, wir starten als Nummer 4. Ah, wir arbeiten uns hoch auf den ersten Platz. Okay, ich hoffe, die drängen mich jetzt hier nicht weg. Ist das Mario-Musik? Mario Kart-Musik? Ah, schade. Da hätte man jetzt so cool Mario Kart-Musik einbauen können. So. Doch, das ist Mario Kart-Musik. So ein bisschen geremaked. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir schon bekannt vor. Ist das nicht der Schoko Canyon sogar? Aus dem N64? Das hört sich so ein bisschen an wie der Schoko Canyon. Das ist ja auch meine Lieblingsstrecke aus Mario Kart DS, der Schoko Canyon. Ich bin so enttäuscht, dass der nicht in Mario Kart 8 Deluxe geremaked wurde. Ich mochte den Schoko Canyon wirklich. Ja. Ja, so ein bisschen. Es ist nicht 1 zu 1, die Musik. Es ist definitiv nicht 1 zu 1, die. Ja. Egal. Passt schon. Muss ja nicht 1 zu 1 sein. Und auch dieses Rennen gewinnen wir locker. Das ist nicht das Problem, ob das Rennen hier zu gewinnen. Ich glaube, da wird es noch eine schwierigere Variante geben. Yay! Sehr schön.
21:97, die beste Runde. Geht bestimmt unter einer Minute. Was für ein unglaubliches Rennen! Man konnte dich fast nicht erkennen! Du Überschnallschneeball! Der Multimond ist unser Preis für den ehrenhaften Gewinner! Ja. Yay! Ein weiterer Multimond wandert in meine Taschen! Und damit hätten wir die Welt schon mal abgeschlossen! Und könnten auch schon weiter, denn wir haben genug Monde. Aber ich werde nicht weitergehen, denn wir machen diese Welt zu 100%. Und jetzt bin ich gespannt, was sich ändern wird. Hoffentlich hört der Schneesturm auf. Das ist so ein Highlight von der Welt. Ich glaube nicht, dass der aufhören wird. Aber doch. Yay. Er hat aufgehört. Alles klar. Das heißt, endlich können wir uns hier umgucken. Juhu, die Sonne scheint. Kalt ist es allerdings immer noch. Ja. Ich habe da oben Pinguine gesehen. Bedeutet, irgendwie muss ich da hoch zu euch. Da ist auch ganz eindeutig ein Mond drinnen. In der Truhe bei den Pinguinen. Frage ist nur, wie komme ich zu euch hoch? Ich glaube, ein Longjump alleine reicht da nicht. Nee, da muss ich mit einem Bild hoch. Okay. Dann wäre die Frage schon mal geklärt. Da oben habe ich ein Gemälde gesehen, mit welchen wir letzten Endes da hoch müssen. So. Aber ich denke, wir sind definitiv noch nicht fertig mit dieser Welt. Hier gibt es bestimmt noch die ein oder andere Sache zu finden, wie zum Beispiel diesen kleinen Hasen hier, der mir hundertprozentig einen Mond schenken wird. Deswegen bleib stehen, Kollege. Ich krieg dich ja so oder so. Als ob. Als ob. Der ist fies. Aber jetzt habe ich dich. Sehr schön. Yay. Hoppidi-hopp im Schnee. Sehr schön. Und was leuchtet da drüben in dieser Grotte? Lucky Two wieder. Mit dem wir wieder ein bisschen Angelspaß erleben werden. Ich liebe Angeln. Angeln macht so viel Spaß. Ich habe da auch nicht total versagt beim letzten Mal. Nein, nein. Möchtest du anbeißen, großer, dicker Fisch, bitte? Wusste es. Ich wusste es so sehr, dass ich es verkacken werde. Ich hasse dieses Angeln. Ich hasse es so sehr. Komm! Kleiner, bist so hart unwichtig. Das musstest du jetzt machen, ne? Du musstest mich jetzt trollen, kleiner Fisch. Ja, es ist wirklich ein Geduldsspielchen hier, das Angeln. Ich hab die Geduld nicht. Ich hab sie einfach nicht. Komm, noch dreimal Patsch, Patsch. Eins. Zwei und... Drück ich zu früh, drück ich zu spät? Was ist hier? Ich kapier's nicht. Jetzt habe ich doch ganz eindeutig gedrückt, wenn es vibriert hat. Nun, da er sowieso immer hier spawnen, direkt auf die Angel losschwimmt. Habe ich den perfekten Punkt zum Angeln gefunden und jetzt habe ich dich, Kollege. Spost. Yay. Angel im Gletscher. Ich bin so froh, wenn ich mal diese ganzen Angelaufgaben hinter mir habe. Die kotzen mich teilweise wirklich so an. Es ist eigentlich ein geschenkter Mond, ja. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kann ich einfach nie die Geduld dafür aufbringen. Okay, und hier gibt es anscheinend noch 5 kleine Mondstücke zu sammeln. Äußerst interessant. Gut. Das sind auch ein paar Fragezeichenboxen im Wasser. Was es mit denen auf sich hat, weiß ich auch nicht. Da drüben sehe ich eine Vogelscheuche. Das machen wir gleich. Jetzt, da drüben sehe ich auch noch eine Vogel. Ah, kacke. Das war nicht so klug. Das war wirklich nicht so klug. Okay, Mario, dann tauch mal kurz ab. Hilft nix. Dann schnappe ich mir so ein Cheep-Cheep. Und da kann ich mit Schütteln hier die Fragezeichen-Boxen aktivieren. Okay, wir sind sogar ein springender Fisch. Alles klar. Dann spring mal hier hoch zu den Pinguinen. Ach, die Pinguine stellen so ein bisschen die Vögel dieser Welt da, oder was? Eck im gefrorenen Meer. Den Stern verborgen? Nee. Dann versuche ich jetzt zuerst mal hier die Quest zu lösen. Ja, die ist nicht so schwer. Das kriegen wir hin.
ohne Cappy. Und teilweise ein bisschen schwierig. Aber nicht die hier. Tic-Tac-Turnier 1. So, jetzt würde mich interessieren, hier hinten sehe ich Münzen. Aber nicht mehr, was so viel bedeutet, wie ich will da gar nicht hin, weil nur auf das Geld kommt es letzten Endes nicht an. So, hier oben komme ich da hoch mit einem guten Sprung. Ich glaube, da werde ich pusten müssen, oder? Das sieht mir sehr aus, als wäre das Ding zum Pusten da. Lass mal nachgucken. Ah ja. Da komme ich so nicht hoch. Okay. Dann hebe ich mir das halt einfach noch auf. Hier haben wir den obligatorischen Eisenblock dieser Welt. Den muss es auch immer geben. Und hier haben wir eine kleine Tür mit einem kleinen Unterbereich. Ein Cooper? Hi! Ey, Kumpel, Lust auf eine kleine Herausforderung? Laufen finden ja die meisten ganz schön, aber kaum jemand gibt sich richtig Mühe. Beim Freilaufen geht es darum, wenn du dich als Talent erweist, bekommst du sogar einen Preis. Willst du es versuchen? Ach, das ist wieder sowas, wo man im Kreis rennen muss. Wahrscheinlich gibt er mir diesmal aber eine andere Linie vor, die ich rennen muss. Und diese wäre ein Dreieck. Die Regeln sind kinderleicht, folge einfach den Pfeilen auf dem Boden. Jetzt kommt der knifflige Teil, nach kurzer Zeit verschwinden die Pfeile. Du musst mindestens 80 Punkte haben. Okay, das ist definitiv nicht einfach, denn das Problem ist, hier rutscht man so stark. Ja, das war das sollte ich niemals meinen Mathelehrer zeigen. Wenn ich so ein Dreieck mache, dann liege ich bestimmt. Nochmal. Muss ja auch mal passieren, dass ich so eine Quest verkacke. Mal schön gerade hier rüber. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nach unten. Das war auch wieder wunderbarst. Ein wunderschönes Dreieck. Vielleicht sollte ich die Kamera drehen. Vielleicht wäre es gar nicht so blöd, das ein bisschen längsamer anzugehen. Und einfach die Kamera zu drehen. Die Linie kriege ich ja noch hin. Die ist, glaube ich, nicht schwer. Und dann bis hier. Und jetzt einfach hier geradeaus zurück. So, was war daran jetzt so schwer? Dein Lauf war nicht von schlechten Eltern. Tada, dieser Mond gehört jetzt dir. Dankeschön, Kollege. Laufen auf dem Eis. Ja, das Eis hat das definitiv ein bisschen erschwert, die Mission. Sehr schön. Dann raus hier. So, die Pinguine sind wieder da. Aber mit denen kann ich wahrscheinlich sowieso nichts machen. Deswegen einfach weg mit euch. Da drüben sehe ich ein paar lila Münzen. Wir haben auch Captain Toad in der Welt noch nicht gefunden. Ich bin gespannt, wo der sein Unwesen treibt. Aber jetzt grab ich mir hier erstmal die lila Münzen. Das mache ich natürlich mit einem Cheep-Cheep, weil komplett gaga bin ich auch nicht, dass ich hier im Eiswasser rumschwimme als Mario. Er muss ja immerhin schon mal von selbst reinjumpen, ne? Das ist ja schon komplett wahnsinnig eigentlich. Wer springt freiwillig in so ein eiskaltes Wasser und dann noch bei solchen Minustemperaturen draußen? Ah. So, Fisch auf dem Trockenen. Okay. Da kann ich sogar den Fisch komplett ignorieren. Ich dachte, es ist vielleicht eine Musiknote, die ins Wasser führt. Tut sie aber nicht. Die führt mich hier über den Berg. Wenn das passt. Und ist auch relativ easy. No problem. Yay. Notenjagd im Schneegestöber. Ja. Die Welt neigt sich wirklich schon langsam dem Ende. Wir haben 41 Münzen. Wir haben schon wieder fast 20 Monde. Das geht nicht mehr lang. Kann ich euch jetzt schon sagen. Drüben haben wir noch einen kleinen Mond. Zum Einsnacken. Und da haben wir eine kleine Vogelscheuche. Mit einer kleinen Kletterquest. Ab geht's, Mario. Einmal hier nach oben. Oh Gott, das wird sogar knapp, aber klappt. Ganz knapp. Sehr schön. Tic-Tac-Turnier 2.
Dann machen wir auch gleich Tic-Tac-Turnier 3, denn das ist ja auch direkt hier ums Eck. Ja, es ist gerade tatsächlich ein Mond nacheinander, ne? Relativ easy. Ah, und ist das wieder so eine Quest, die ich ohne Cappy machen muss? Das sieht mir stark nach so einer Quest aus, die ich ohne Cappy machen muss. Sehr cool. Hatten wir schon lange nicht mehr. Freu mich. Sehr schön. Bedeutet aber auch, ich kann diesen Goomba hier nicht übernehmen. Bedeutet, ich kann den ruhig schon mal töten. So, wie läuft das denn jetzt hier? Ach, okay, das ist Eiswasser. Das ich also so benutzen muss, um hier nach oben zu kommen. Sehr schön. So. Euch kann ich sowieso nicht capturen, deswegen kann ich euch auch locker töten. Hier ist kein Leben. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier vielleicht auch ein Secret-Mond wieder ist. Deswegen sich besser umgucken. Ja. Schön ein bisschen rausbleiben aus dem Eiswasser. Wir wollen nicht gefrieren. Hier kann man sogar komplett rausbleiben mit viel Skill. Eieieiei, das ist gefährlich. Ja, da wurde ich das erste Mal vom Eiswasser erwischt. Damit ist es auch offiziell. Eiswasser tut weh, wenn man zu lang drin bleibt. War zu ahnen. Aber bis jetzt konnte ich mich immer noch rechtzeitig rausretten. Warum es auch immer erst später weh tut, ne? Das ist auch so eine Frage. Es tut erst weh, wenn man länger drin ist. Normalerweise tut das ja am meisten weh, wenn man gerade frisch reingeht, oder? Oder wie muss ich das verstehen? Okay, das hier sieht mir nach den Secret Moon von diesem Gebiet aus. Sehr schön. Eiswasser auf der Decke, wie auch immer das möglich ist. Ich glaube, das soll auch der Witz sein hierbei. So. Und dann lass mich mal hier nach unten, bitte. Sturmverdacke. Ganz schön viel Münzen. Und ein weiterer Mond. Yay. Springen und schwimmen im Eiswasser. 20 Stück. Kann ich meinen eigen nennen. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass meine Mondstücke, die ich gesammelt habe, nicht wieder weg sind. Aber nee, das Spiel ist clever und merkt sich das. So, nächste Frage. Wo sind die restlichen Mondstücke? Oder das letzte Mondstück, um genau zu sein. Und es fehlt ja nur noch eins. Vor allen Dingen, was machen die Kristalle hier? Ach, ihr versteckt hier Münzen? Interessant. Ja, auch ein schönes kleines Versteck. Schadet nicht. So, dich habe ich ja bereits gefangen. Das heißt, dich brauche ich nicht nochmal fangen. Drei lila Münzen müssen noch irgendwo sein. Und ein Mondstück. Mal gucken, ob wir das in dem Part noch finden. Noch ist er ja nicht vorbei. Vielleicht können wir die Welt ja schon in dem Part beenden. Wer weiß, wer weiß. Ja, irgendwas da drüben wird es noch sein mit dir. Bin ich mir relativ sicher. Mit dem Pustekerl. Mich einfach mal hier hoch. Hier muss ich wieder eine Ranke einpflanzen. Okay. Aber ich habe noch keinen Samen gesehen. Dafür sehe ich aber gerade mein letztes Mondstück. Sehr schön. Ich glaube, den Samen sehe ich gerade sogar auch. Gib mir erstmal den Mond. Den habe ich gerade nicht umsonst gesammelt. Mondstücke im Schnee. Und das hier oben sieht mir sehr nach den Samen aus. Tiefgefroren. Sehr schön. Ja, ein bisschen Ausschau halten noch nach den letzten lila Münzen. Ne? Ich glaube, die sind hier nicht mehr. Ich werf, glaube ich, mal kurz den Samen hier weg. Und versuche mich hier kurz hochzuklettern. Das ist bestimmt auch nicht umsonst. Also hier geht es auf jeden Fall wieder runter in die Weihnachtsmann-Werkstatt, wie ich es gerne nenne. Hier drüben könnte man einen unsichtbaren Mond verstecken. Haben sie aber nicht getan. Okay. Gut, dann schnappe ich mir dich. Und transportiere dich darüber. Dürfte auch der einzige Samen hier in dieser Welt sein.
Ansonsten wäre ich doch sehr erstaunt. Die Welt ist halt echt klein. Hier ist echt nicht viel los. Ein bisschen schade. Ich mag Winterwelten. Ich hoffe, da kommt noch eine größere später. Ein kleiner Bonusbereich. Du. Sehr cool. Okay, wieder so ein kleines Bonusspielchen. Nicht so wild. Ich hab's jetzt hier auch gar nicht aufs Geld. Ah, wobei? Das heißt hier, ich hab's hier nicht aufs Geld abgesehen. Das ist schon... Das ist schon viel Geld. Und vor allen Dingen ist es leicht verdientes Geld. Nee, das lasse ich dann doch nicht liegen. Hier auch schön durch die Ringe. Und zu guter Letzt hier nach oben. Ich bin gespannt, ob wir hier noch lila Münzen finden. Sieht ja gerade nicht wirklich so aus, als würde es hier noch lila Münzen geben. Nee. Die habe ich anscheinend wirklich irgendwo übersehen. Pirouetten über den Wolken. Aber wo habe ich denn jetzt die letzten lila Münzen übersehen? Das wollte ich nicht, verdammt. Auch der Block hier ist so ein bisschen verdächtig noch, ne? Den kann man ja bewegen. Jetzt ist die Frage, ist das ein Muss, den zu bewegen? Ich werde mir einfach mal ein paar Tipps von unseren Kollegen Captain Toad hier holen. Hallöchen. Ja, ich möchte gerne einen, bitte. Okay. Interessant. Wir haben ja wieder das Geld. Ey, 17.000, das kann sich sehen lassen. Das kann sich voll und ganz sehen lassen, 17.000. Okay, hier ist anscheinend noch einiges los. So, ich denke, einen Tipp kaufe ich mir noch oder zwei. Aber ich denke, da geht sich wirklich noch ein Part aus in der Welt. Dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen, würde ich mal behaupten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns weiter in dieser Welt umsehen. Bis dahin. Daumen hoch. Tschüss.